So, wir bleiben bei dem Beispiel von Robinson Crusoe und machen weiter. Jetzt geht es um Effizienz und Optimalität. Das ökonomische Prinzip, insbesondere das Prinzip, dass wir Verschwendung vermeiden wollen, haben wir schon kennengelernt. Ganz allgemein gilt, dass die optimale Handlungsmöglichkeit stets Verschwendung vermeidet, also dem Rationalprinzip genügt. Deshalb könnte man sich ja überlegen, dass es reicht, die optimale Entscheidung zu bestimmen. Aber insbesondere weil die Präzisierung der Präferenzen schwierig sein kann, ist es dennoch zweckmäßig, die Mengen von Aktionen voneinander abzugrenzen, die sich unabhängig von der Form der Nutzenfunktion als geeignet oder ungeeignet erweisen. Will heißen, es ist ziemlich schwer, sofort die optimale Lösung zu finden. Es kann leichter sein, erstmal die effizienten zu bestimmen. Die nach einem bestimmten Kriterium generell geeigneten Aktionen bezeichnet man als effizient. Der Begriff der Effizienz ist ein Superlativ. Es gibt also keine Aktion, die effizienter als eine andere ist. Also eine Aktion ist entweder effizient oder nicht. Genauso ist es mit Optimalität. Das bedeutet, die Menge effizienter Aktionen ist eine Vorauswahl und die optimale Aktion ist immer enthalten in der Menge der effizienten Aktionen. Okay? Das sind die effizienten Aktionen, der Raum und irgendwo da drin sind die optimalen. Es ist immer so. Häufig müssen Sachverhalte anhand von mehr als nur einem Kriterium beurteilt werden. Zum Beispiel könnten Sie bei der Suche nach Ihrer nächsten Wohnung die Kriterien Nähe zur Uni und Mietpreis haben. In diesem Fall gehen wir bei einer bestimmten Aktion die Vorteile, in diesem Fall gehen bei einer bestimmten Aktion die Vorteile hinsichtlich eines Kriteriums meist mit Nachteilen hinsichtlich eines anderen Kriteriums einher. Was heißt das? Naja, eine Wohnung, die näher an der Uni ist, ist tendenziell auch teurer, sodass wir die zwei Kriterien Nähe und Preis in irgendeiner Weise gegeneinander abwägen müssen. In solchen Fällen ist eine Auswahl zwischen den verschiedenen Aktionen ohne weitere Kenntnis der individuellen Gewichtung der einzelnen Kriterien durch die Entscheiderin nicht möglich. Will heißen, wenn wir nicht genau wissen, wie wichtig dem Entscheider die Nähe zur Uni ist und wie wichtig relativ dazu der Preis ist, können wir keine endgültige Auswahl treffen und das wollen wir ja. Eine Entscheidungstheorie soll ja irgendeine Entscheidung auch ableiten. Mit anderen Worten, wir brauchen Informationen über die Nutzenfunktion der Entscheiderin. Ohne Kenntnis der Nutzenfunktion könnten wir immerhin solche Aktionen als ungeeignet verwerfen, die hinsichtlich aller Kriterien mindestens einer anderen Aktion unterlegen sind. Dieser Sachverhalt wird durch den Begriff der Dominanz präzisiert. Eine Aktion A dominiert eine Aktion B, das in der Mitte ist so ein geschweiftes Größerzeichen. Wenn A hinsichtlich aller Kriterien nicht schlechter beurteilt wird als B, hinsichtlich mindestens eines Kriteriums aber für besser gehalten wird. Einfach ausgedrückt, kein Kriterium spricht für B und kein Kriterium spricht gegen A. Okay? Dann sprechen wir davon, dass A B dominiert. Wenn Sie also zwei Wohnungen vergleichen, die gleich teuer sind, dominiert auf jeden Fall die Wohnung, die näher zur Uni gelegen ist, unabhängig von der konkreten Form ihrer Nutzenfunktion. Dominanz bezieht sich zunächst auf den direkten Vergleich von zwei Handlungsalternativen, ist aber auch transitiv. Das heißt, wenn Aktion A die B dominiert, was hier schon steht, und wiederum B C dominiert, dann heißt das, dass automatisch auch A C dominiert. Ne? Das ist Transitivität. Dominiert eine Aktion alle anderen Handlungsmöglichkeiten, ist sie automatisch optimal. Ne? Da brauchen wir gar nichts über die individuellen Präferenzen zu wissen. Dann ist es einfach so, dass die optimal sein muss. Eng mit dem Konzept der Dominanz verbunden ist auch das Konzept der Effizienz, die in der Regel auf eine größere Menge von Aktionen bezogen wird. Eine Aktion A ist effizient, wenn es keine andere Aktion gibt, die hinsichtlich mindestens eines Beurteilungskriteriums besser ist als A und zugleich hinsichtlich keines Kriteriums schlechter als A.
Einfach gesagt, eine Handlungsmöglichkeit ist effizient, wenn sie von keiner anderen dominiert wird. Okay? Keine Ahnung, das könnten wir irgendwie, kann man bestimmt sauber formal aufschreiben, aber das wäre irgendwie sowas wie A dominiert alle anderen, BI für alle I heißt A ist effizient. Okay, irgendwie so könnte man das formal aufschreiben. Nochmal, eine Handlungsmöglichkeit ist genau dann effizient, wenn sie von keiner anderen dominiert wird. Die besondere Bedeutung effizienter Lösungen ergibt sich daraus, dass unabhängig von individuellen Präferenzen stets nur effiziente Lösungen optimal sein können. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Nur wenn eine Aktion effizient ist, kann sie auch optimal sein. Und in den Wirtschaftswissenschaften, auch in der BWL, suchen wir ganz oft nach optimalen Handlungsmöglichkeiten. Oder wir haben eine Auswahl an potenziellen Handlungsmöglichkeiten und suchen die, die optimal ist. Ne? Die optimale Preissetzung, die optimale Markteintrittsstrategie und so weiter und so weiter. So, die bislang abstrakt gehaltenen Konzepte Dominanz und Effizienz, das hat man bis jetzt wirklich nur abstrakt beschrieben, kann man hinsichtlich der vorher angesprochenen Entscheidungstypen auch konkretisieren. Sie erinnern sich, wir hatten Konsumentscheidungen, Produktionsentscheidungen, Investitionsentscheidungen. Jetzt schauen wir uns das beim Thema Produktionsentscheidungen an. Die Effizienz von Produktionsentscheidungen lässt sich danach beurteilen, ob eine bestimmte Outputmenge mit geringerem Einsatz der Faktoren hätte hergestellt werden können. Die verschiedenen Beurteilungskriterien sind in diesem Fall die Einsätze der einzelnen Produktionsfaktoren. Okay? Bei einem gegebenen Output wird nämlich stets ein geringerer Einsatz vorgezogen. Okay? Keine Ahnung, Beispiel, Sie haben einen, Sie verkaufen Milchshakes, irgendwo an der Straße und überlegen, okay, welche Kombination von Inputs nehme ich und wenn Sie wissen, okay, mit diesen drei Kombinationen an Inputs kann ich täglich so genau 100 Liter jeweils Milchshake herstellen, dann ziehen Sie die vor, die insgesamt am wenigsten Inputs braucht. Wird ein bestimmtes Gut mit genau zwei Faktoren hergestellt, zum Beispiel Getreide mit Saatgut und Arbeitszeit, bietet sich eine grafische Darstellung an. Sie erinnern sich, ich kann nicht so gut dreidimensional zeichnen, deswegen machen wir das zweidimensional und tun so, als ob wir nur genau zwei Produktionsfaktoren bräuchten. Die Produktionsfaktoren sind hier als R bezeichnet, also R1 ist der erste Einsatzfaktor, R2 der zweite. Hierbei gilt, dass Faktorkombinationen ineffizient sind und als ungeeignet verworfen werden können, wenn sie von keinem der Faktoren eine geringere und von mindestens einem der Faktoren eine höhere Einsatzmenge erfordern als irgendeine andere Faktorkombination auf derselben Isoquante. Was ist eine Isoquante? Eine Isoquante ist die Menge von Faktorkombinationen, die zur selben Ausprägungsmenge führt. Okay? Beispiel wäre also, ich mache das mal in die linke Grafik, das ist dann der Fall der substitutionalen Faktoreinsatzbedingungen. Eine Isoquante wäre dann zum Beispiel sowas. Ne? Ist ein bisschen schief geworden, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine grafische Repräsentation. Überall entlang dieser Linie haben wir Kombinationen von R1 und R2, die genau denselben Output erbringen. Okay? Das heißt, wenn ich so viel R1 reinstecke in meine Produktion und so viel R2, habe ich am Ende genauso viel Output, wie wenn ich so viel R1 und so viel R2 reinstecken würde. Okay? Machen die Striche hier nochmal weg, damit ein bisschen mehr Platz ist. So.
Ja, oder ich kann auch diese Quanta nochmal wegmachen und eine schönere hin. Ja, die ist doch besser. Nochmal, das ist diese Quante, also der geografische Ort von Kombinationen der beiden Faktoren, die zum selben Output führen. Und Faktorkombinationen sind dann ineffizient und können als ungeeignet verworfen werden, wenn sie von keinem anderen Faktor eine geringere und von mindestens einem der Faktoren eine höhere Einsatzmenge erfordern als irgendeine andere Faktorkombination auf derselben Isoquante. Kurz meinen Spickzettel einblenden, damit ich die Grafik auch richtig mache. Wenn wir uns die, ups, sorry. Wenn wir uns jetzt weiter mit der linken Grafik beschäftigen, habe ich ja schon erwähnt, da geht es um substitutionale Faktoreinsatzbedingungen. Also heißen, ein Stück weit können wir die beiden Produktionsfaktoren durcheinander austauschen. Da sollen wir jetzt, sollten wir zwei Isoquanten haben. Und zwar ist das hier für die Outputmenge x1 und das hier für die Outputmenge x2, wobei gilt, dass x2 größer als x1 ist. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil wir sehen, dass in der Regel mehr von den beiden Inputs reingesteckt werden. Und der Einfachheit halber reden wir jetzt erstmal über die untere Isoquante, also x1, ne? Also die hier. Überall entlang dieser Isoquante, ich wiederhole es gerne nochmal, haben wir Kombinationen der beiden Input-Faktoren R1 und R2, die genau zur Output-Menge x1 führen. In Punkt A1, zum Beispiel hier, haben wir eine Faktorkombination, die durch wenig R1 so viel und mehr R2 gekennzeichnet ist. So viel. Die Faktorkombination B1, setzen wir mal hier hin, führt auch zu derselben Outputmenge x1 und ist durch wenig Input an R1 und mehr Input an R, durch wenig Input an R2, sorry, und mehr Input an R1 gekennzeichnet. Okay? Und durch die Form dieser Kurve bestimmt, also dadurch, dass die Kurve, dass ich die Kurve hier jetzt so gezeichnet habe, können effiziente Kombinationen von R1 und R2 nur auf dem Südwestrand der Isoquante vorliegen, also zwischen den Abschnitten A1 und B1. Also nur hier auf diesem Rand der Isoquante können effiziente Faktorkombinationen liegen, weil, also wenn wir annehmen, dass ich das hier auf dem Punkt gezeichnet hätte, wo die Steigung wieder anfängt zu steigen und hier ist es auch so, dass die Kurve anfängt wieder nach rechts zu gehen, dann sehen wir, dass alle anderen Abschnitte auf der Isoquante durch Verschwendung gekennzeichnet sind. Warum ist das so? Sind also ineffizient oder sie werden dominiert oder sie widersprechen dem Rationalprinzip. Genauer gesagt hier dem Minimalprinzip. So, warum ist das so, dass alle anderen Abschnitte außerhalb dieses Südwestrands ineffizient sind? Schauen wir uns zum Beispiel irgendeinen Punkt oberhalb von A1 an. Ja, um es deutlich zu machen, nehmen wir mal einen, der relativ weit oben ist. So, dann sehen wir, dass wir die gleiche Ausbringungsmenge auch mit dem gleichen Einsatz von R1 und mit einem geringeren Einsatz von R2 hätten produzieren können. Okay? Also, wenn wir den Punkt hier nehmen, dann sehen wir, gibt es weiter unten einen anderen Punkt, wo wir genauso viel R1 aufwenden, aber also so viel und viel weniger R2, um den gleichen Output x1 zu erhalten. Und deswegen kann dieser Punkt hier nicht effizient sein. Hier wird nämlich hier werden Ressourcen verschwendet. Und nur innerhalb dieses Südwestrandes hier liegen effiziente Kombinationen
für die das jeweils nicht gilt. Okay? Das gleiche können wir argumentieren für irgendeinen Punkt, der hier rechts von B1 liegt. Für diesen Punkt hier gilt auch, diese Kombination hier kann nicht effizient sein, weil diese Kombination dominiert sie. Ne? Weil wir da genauso viel R2 reinstecken, aber viel weniger R1, um den gleichen Output zu erreichen. Deswegen wird die hier dominiert und kann nicht effizient sein. So, dann haben wir hier rechts noch eine Grafik. Da haben wir limitationale Faktoreinsatzbedingungen. Die werden ganz anders gezeichnet, nämlich so als L-förmige Funktionen. So, nennen wir das mal x1 und das x2. Wobei auch hier gilt, dass x2 größer als x1 ist. Dann sieht das bei limitationalen Isoquanten so aus. Die sollen sich natürlich schneiden hier in der Ecke. Jetzt erkennen wir einen wichtigen Unterschied. Den kennen Sie verbal gesehen auch. Bei Substitutionalität haben wir in der Regel mehrere oder sogar unendlich viele effiziente Faktorkombinationen für ein bestimmtes Output-Niveau. Ja? Also, wenn wir hier bei der linken Grafik das Output-Niveau x1 haben wollen, dann haben wir hier auf dem Südwestrand streng genommen unendlich viele Kombinationen von R1 und R2, ne, wenn das beides stetige Variablen sind. Unendlich viele effiziente Faktorkombinationen. Und ohne weiteres können wir uns nicht zwischen diesen Kombinationen entscheiden. Punkt. Bei Robinson könnte man zum Beispiel bei der Kombination der beiden Faktoren Saatgut und Arbeitszeit für ein konstantes Ernteniveau ein Stück weit substituieren. Jenseits einer bestimmten Grenze führt ein Mehreinsatz von Saatgut bei nicht vermehrtem Einsatz von Arbeitszeit aber kontraproduktiv aus. Und anders ist es eben bei limitationalen Faktoreinsatzbedingungen. Dort gibt es für jedes Produktionsniveau genau eine effiziente und damit auch automatisch optimale Kombination von Produktionsfaktoren. Ne? Denn, also, das erkennen Sie bestimmt sofort, wenn die optimale Lösung immer Teil der effizienten Lösung sein muss und es gibt nur eine effiziente Lösung, dann muss natürlich das auch die optimale Lösung sein. Und das ist hier bei den limitationalen Faktoreinsatzbedingungen immer hier die Ecke. Und die Logik, denke ich, erschließt sich Ihnen auch sofort. Diese Punkte nennen wir mal C1 und C2, also das sind die optimalen Faktoreinsatzbedingungen. Wenn wir ausgehend von diesem Optimum C1 irgendeinen Faktoreinsatz erhöhen, ändert das gar nichts am Output. Ne? Also wenn wir genauso viel R2 reinstecken, aber mehr R1, dann hätten wir hier so eine Kombination von Faktoren, aber die Ausprägungsmenge ändert sich nicht. Deswegen sind alle Punkte rechts von C1 ineffizient und auch alle Punkte oberhalb von C1 sind auch ineffizient auf dieser Isoquante. Genau der Punkt in der Ecke ist effizient, nur da verschwenden wir keine Ressourcen. Und dementsprechend C2 hier bei der Ausbringungsmenge X2. Der Robinson würde zum Beispiel nichts gewinnen, indem er beim Holzhacken mehr als eine Axt gleichzeitig einsetzt. Okay, das würde nicht viel bringen. Ein Automobilhersteller zum Beispiel kann seine Produktion nicht erhöhen, indem er einfach nur mehr Karosserien einkauft und einsetzt. Er muss auch alle anderen Teile in höherer Menge da haben und einsetzen. So viel zu den Produktionsentscheidungen. Effizienz spielt natürlich auch bei Investitionsentscheidungen eine zentrale Rolle. Allgemein geht es ja bei Investitionsentscheidungen darum, Güter so zu verwenden, dass vorteilhafte Konsumströme über die Zeit resultieren. Wir haben ja schon betont, dass die Produktionsentscheidungen zu verschiedenen Zeitpunkten voneinander abhängen und die Beurteilungskriterien hierfür sind die in den einzelnen Zeitpunkten jeweils realisierbaren Konsumniveaus, wobei mehr Konsum stets weniger Konsum vorgezogen wird. Also das ist eine Annahme, die denke ich, da stimmen Sie zu, das macht Sinn. Der durchschnittliche Mensch will lieber mehr konsumieren als weniger. Wenn wir uns auf zwei Beurteilungskriterien, also zwei Zeitpunkte beschränken, der Vereinfachheit halber, können wir das auch grafisch darstellen.
Vorab aber noch eine Definition. Ein Konsumplan ist, das hier, Konsumplan, nennen wir mal X, ist eine Zuordnung verschiedener Konsumniveaus zu einzelnen Zeitpunkten oder Zuständen. Okay? Nichts anderes als eine mathematische Darstellung von dem, was wir zu jedem bestimmten Zeitpunkt oder Zustand konsumieren. Und ein Konsumplan ist genau dann zulässig, wenn die damit verbundene Investition sämtlichen Budgetbedingungen und technologischen Zusammenhängen gerecht wird. Will heißen, ein Konsumplan X ist effizient, wenn es keinen anderen Konsumplan Y gibt, für den gilt, dass der andere Konsumplan auf, mindestens in Bezug auf einen Zeitpunkt ein größeres Konsumniveau ermöglicht und gleichzeitig in Bezug auf den anderen Zeitpunkt ein mindestens genauso hohes Konsumniveau ermöglicht. Okay? Also das ist genau das, in der Gleichung hier steht genau das, was ich eben in Worten gesagt habe. Ne? Also der Konsumplan X ist dann effizient, also C von X ist das Konsumniveau, das mir der Konsumplan X ermöglicht und C1 ist dann das Konsumniveau, das mir der Plan X zum Zeitpunkt 1 ermöglicht. Und genauso ist zum Beispiel C2 von Y nichts anderes als das Konsumniveau, das mir der Konsumplan Y zum Zeitpunkt 2 ermöglicht. Okay? Und wir nennen Konsumplan X genau dann effizient, wenn es keinen anderen Konsumplan Y gibt, der eine dieser beiden Bedingungen erfüllt. Wenn nämlich der Konsumplan Y in Zeitpunkt 2 besser ist und ansonsten im anderen Zeitpunkt mindestens genauso gut, dann wäre Konsumplan Y ja überlegen. Aber wenn es keinen solchen Konsumplan gibt, dann ist X effizient. Also so rückwärts kann man sich die Effizienz herleiten. So, in dieser Grafik haben wir die Konsumniveaus in Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 gegeneinander abgetragen. Und in diesem Beispiel liegen zulässige Konsumpläne auf der gepunkteten Fläche und auf dem Rand dieser Fläche. Also, wenn die zulässigen Konsumpläne so eine Menge sind hier, habe ich mal ganz bewusst konkav gezeichnet, dann ist alles, was hier innen drin ist, also die gepunktete Fläche, zulässig und alles, was genau auf dem Rand liegt, auch. Okay? Das ist quasi die Menge der zulässigen Konsumpläne. Und effizient, können Sie sich sofort logisch überlegen, effizient können nur genau die Pläne sein, die auf dem äußeren Rand dieser Menge liegen. Okay? Ausgehend von irgendeinem Punkt auf dem Rand gibt es nämlich keinen anderen Punkt, der erstens zulässig ist, also innerhalb der Fläche ist, und zweitens den ersten Punkt dominiert. Okay? Wenn wir zum Beispiel uns so einen Konsumplan hier anschauen, wo also so viel C1, so viel in Zeitpunkt 1 konsumiert wird und so viel in Zeitpunkt 2, dann ist er zwar zulässig, weil erreichbar, aber wir könnten ja genauso gut so einen Konsumplan haben, wo wir mehr von C2 haben. Oder so einen, wo wir mehr von C1 haben. Was aber nicht geht und nicht zulässig und nicht erreichbar, ist so ein Konsumplan, ne? Weil der außerhalb des Rands unserer Investitionstechnologie liegt. So. Effizienz kann sich auch auf Entscheidungen bezüglich des Risikos oder der Unsicherheit beziehen. In Bezug auf Unsicherheit können wir das ganz einfach erreichen, indem wir die Grafik der letzten Folie interpretieren, uminterpretieren. CT
steht da nicht mehr für Konsum in Zeitpunkt T, sondern für Konsum in Zustand T. Und das kann man dann ganz analog interpretieren. So dass dann für zustandsbezogene Konsumpläne das angegebene Effizienzkriterium entsprechend gilt. So, aber Risiko bedeutet, dass wir subjektive Wahrscheinlichkeiten benutzen, um verschiedene Zustände zu quantifizieren. Daraus können wir dann also mit Wahrscheinlichkeitstheorie Parameter wie den Erwartungswert, der in der Regel mit μ abgekürzt wird, ableiten oder die Standardabweichung, die in der Regel mit Sigma abgekürzt wird. Und das sind dann eben zwei Parameter, mit deren Hilfe wir Konsumpläne auch bewerten können, charakterisieren und auch bewerten. Der Erwartungswert eines Konsumplans steht dabei für das durchschnittlich zu erwartende Konsumniveau und die Standardabweichung steht für die Schwankung des Konsums um dieses erwartete Konsumniveau und damit für die Höhe des Risikos. Also je höher die Standardabweichung, desto mehr schwankt der Konsum, und desto größer ist natürlich auch die Unsicherheit und das Risiko, das damit verbunden ist. Was die Beurteilung angeht, wird der Erwartungswert positiv beurteilt, klar, mehr ist besser. Und die Standardabweichung wird negativ beurteilt, denn eine höhere Standardabweichung steht auch für mehr Streuung und damit mehr Risiko. Auch das kann man grafisch darstellen. Ich versuche gerade mal einen einigermaßen sauberen Kreis hinzukriegen. Okay, stellen Sie sich mal vor, das ist ein sauberer Kreis. Die Fläche innerhalb ist gepunktet und das ist dann zum Beispiel eine Menge von zulässigen Kombinationen. Und alles, was innerhalb dieser Fläche ist und auch genau auf dem Rand, ist zulässig, was unsere Risikotechnologie angeht. Und effiziente Konsumpläne, für die muss ja gelten, dass sie Ceteris paribus, also alles gegeben, alles andere bleibt gleich, durch einen höheren Erwartungswert, also effiziente Konsumpläne sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Ceteris paribus durch einen höheren Erwartungswert und eine geringere Standardabweichung gekennzeichnet sind. Okay? Das heißt, die effizienten Lösungen müssen hier auf dem Nordwestrand, also zwischen den Punkten A und B liegen. Okay. Der Punkt ganz oben ist Punkt B und ganz links der Punkt, das ist Punkt A. Und irgendwo hier zwischen müssen die effizienten Lösungen liegen und genau auf dem Rand auch. Weil es muss nach oben und nach links müssen die effizienten Lösungen liegen und irgendein anderer Punkt hier wird von irgendeinem anderen Punkt hier dominiert. Deswegen muss hier irgendwo, da sind die effizienten Punkte. Wie auch um unendlich viele. Auf Basis des Rationalprinzips, das durch das Konzept der Effizienz nochmal konkretisiert wird, können wir in der Regel nur eine Vorauswahl treffen. Okay? Wenn wir wissen, was die effizienten Aktionen sind, die also auch ökonomisch rational sind, haben wir in der Regel eine Auswahl immer noch von möglichen Aktionen. Denn es ergibt sich nur in Ausnahmefällen genau eine Aktion als effizient. Die optimale Aktion kann daher im Allgemeinen nur auf Basis individueller Präferenzen ermittelt werden. Okay? Weil, also es reicht uns ja nicht zu wissen, es gibt unendlich viele effiziente Aktionen und sie liegen ungefähr da. Das gibt uns ja noch keine echte Entscheidung, sondern wir wollen am liebsten eine optimale Lösung daraus identifizieren und dafür brauchen wir in der Regel individuelle Präferenzen. Und als erstes Beispiel für die grafische Ermittlung optimaler Lösungen schauen wir uns das Entscheidungsproblem schauen wir uns das Entscheidungsproblem der Auswahl unter verschiedenen Konsumplänen an. Okay? Das Beispiel, das wir uns jetzt anschauen, ist also, wir haben mehrere Konsumpläne zur Auswahl, für welches entscheiden wir uns? Um das Entscheidungsproblem um die Komponente der individuellen Präferenzen ergänzen zu können, benötigen wir noch das Konzept der Nutzen-Indifferenz-Kurve. So, das ist nichts anderes als die grafische Menge,
die grafische Repräsentation von einer Nutzenfunktion. Das können wir uns so vorstellen. Eine Nutzenindifferenzkurve, wie der Name schon sagt, ist die Abbildung der Menge von Konsumplänen, die den gleichen Nutzen, genau den gleichen Nutzen herbeiführen. Und diese die Nutzeninterferenzkurve ergibt sich ganz einfach aus der Umformung der Nutzenfunktion. Haben wir zum Beispiel eine Nutzenfunktion wie hier mit zwei Argumenten, also x1 und x2, könnte zum Beispiel Konsum heute und Konsum morgen sein, gibt es zu jedem festen Konsumniveau U' oder U quer von mir aus, eine Indifferenzkurve, für die Folgendes gilt. Nämlich x2 ist irgendeine Funktion g von x1 gegeben, dass u konstant ist. Und gehen beide Kriterien x1 und x2 positiv in die Nutzenfunktion ein, dann müssen die Indifferenzkurven einen fallenden Verlauf haben, weil eine Nutzensteigerung infolge einer Erhöhung von x1 durch eine Nutzenminderung infolge einer Minderung von x2 kompensiert werden muss, damit sich der Gesamtnutzen quer nicht ändert. So, mehrere Indifferenzkurven, die von derselben Nutzenfunktion abgeleitet werden, also dieselben Präferenzen darstellen, dürfen sich nie schneiden, denn sonst wären die Präferenzen wirr und man könnte nichts Rationales mehr davon ableiten. Wie sieht das Ganze dann grafisch aus? In unserem Investitionsproblem nehmen wir mal an, die Nutzenindifferenzkurven verlaufen fallend und konvex. Also, fangen wir andersrum an. Das hier sind die zulässigen Konsumpläne, also unsere Investitionstechnologie. Sie erinnern sich, nicht nur der Rand ist zulässig, sondern auch alles, was da drin liegt, aber nur der Rand ist effizient. Das wissen wir schon. Und die Indifferenzkurven, die kommen jetzt so rein. Ganz oft in den Wirtschaftswissenschaften nehmen wir an, dass die Indifferenzkurven konvex verlaufen, fallend und konvex. Können zum Beispiel so verlaufen oder so. Oder so. Okay, und dann nennen wir mal U1 quer, U2 quer, U3 quer. Und das hier sollte so gezeichnet sein, dass sie sich gerade tangieren, also an einem Punkt berühren. Ist manchmal ein bisschen schwer, freihändig so zu zeichnen. Wie gesagt, unter vernünftigen Bedingungen können wir ohne weiteres annehmen, dass die Indifferenzkurven fallend und konvex verlaufen. Und je weiter rechts oder weiter oben die Indifferenzkurven verlaufen, desto größer ist der damit verbundene Konsum und das heißt auch, desto größer ist das Nutzenniveau. Das heißt, der Nutzen von U1 ist größer als durch U2 als durch U3. Ne, das muss gelten. Und hier haben diese drei Interferenzkurven, die wir gezeichnet haben, sollen die gleiche Nutzenfunktion darstellen. Und wie findet man jetzt den optimalen Konsumplan? Na, es springt schon fast ins Auge. Der optimale Konsumplan ist genau hier dieser Tangentialpunkt. Also gekennzeichnet durch dieses Konsumniveau in 1 und dieses Konsumniveau in 2 und das es soll ein Sternchen sein. Sternchen steht oft für eine effiziente oder optimale Lösung. Genau da ist die optimale Entscheidung. Denn, warum ist das die optimale Entscheidung? Musste kurz was gucken. Hätten wir gerne noch mehr Nutzen als in U2, also zum Beispiel U1, aber so wie die Interferenzkurve U1 verläuft, ist sie nicht erreichbar für uns. Denn jeder Konsumplan, der hier drauf liegt, also jede Kombination von C1 und C2, haben wir zwar lieber als alles, was hier über U2 erreichbar ist, ist aber durch unsere
Technologie gar nicht erreichbar. Ne? Nur das, was auf dem Rand hier liegt oder innen drin, ist für uns erreichbar, ist technologisch möglich. Deswegen fällt U1 quer flach. Okay? Und nach dieser Logik können wir dann einfach, können Sie dann rückwärts argumentieren, okay, wenn das so ist, dann nehmen wir eben, dann muss optimal sein, die Entscheidung, die so weit wie möglich außen liegt und gerade noch machbar ist. Und gerade noch machbar bedeutet hier nichts anderes, als dass die Investitionstechnologie gerade noch tangiert wird, also möglich ist. Und dieser Punkt hier ist eben die, von den effizienten Punkten genau der, der uns am meisten Nutzen bringt. Okay? Der Punkt hier ist auch machbar, aber nicht effizient, weil wir nicht auf dem Rand der Kurve sind. Und er ist auch nicht nutzenmaximierend, weil bei U2 könnten wir mehr Nutzen haben. Genauso ist es hier. Hier sind wir, haben wir zwar eine effiziente Kombination von C1 und C2, aber es gibt noch andere Kombinationen, wo wir mehr Nutzen hätten, wo wir also auf einer höheren Indifferenzkurve wären. Und das ist eigentlich das ist so das klassische Beispiel, wie man zumindest grafisch, formal zu einer optimalen Lösung gelangt. So, warum brauchen wir also effiziente Lösungen? Um effiziente Lösungen zu finden, brauchen wir keine Kenntnis der individuellen Präferenzen. Also wir brauchen nichts über Nutzenfunktionen zu wissen. Sie erinnern sich hier. Nee, hier war das. Ja, also wenn wir nur wissen wollen, was die effizienten Lösungen sind, dann brauchen wir hier nur diesen Rand der Produktionstechnologie. Wir brauchen keine Indifferenzkurven. So, das heißt, es ist viel leichter, die effizienten Lösungen zu finden. Wir können also zwei Gründe formulieren, warum im Vergleich zur direkten individuellen Optimierung der Weg über die Menge der effizienten Lösungen zu einer fühlbaren Vereinfachung der Entscheidung führen kann. Also erstens, wenn es für die eingesetzten oder produzierten oder konsumierten Güter Märkte gibt, deren Preise für die Bewertung herangezogen werden können, verringert sich regelmäßig die Menge der effizienten Lösungen signifikant. Häufig bleibt nur noch eine effiziente Lösung übrig, die dann unabhängig von individuellen Präferenzen optimal ist. Sind wir in der Lage, die optimale Lösung infolge der Marktbewertung unabhängig von individuellen Präferenzen zu ermitteln, spricht man von einem Separationstheorem. Und die Bewertung mit Marktpreisen erzeugt oft Separationstheoreme, weil die ursprünglich verschiedenen Zielkomponenten unabhängig von individuellen Präferenzen zu einer einheitlichen Zielgröße zusammengefasst werden können, die dann eine monetäre Dimension hat. Okay? Will nichts anderes heißen als, wenn wir funktionierenden Markt haben, wo Preise Informationen transportieren, dann kann es sein, dass wir gar keine Kenntnis brauchen über Nutzenfunktionen, über individuelle Präferenzen, um trotzdem effiziente und vielleicht sogar auch optimale Lösungen zu finden. Das ist nichts anderes als die Aussage von Separationstheoremen. Und diese erstmal sehr abstrakte Erkenntnis, ich gebe es zu, können wir durch die Fortführung unseres Beispiels einer Produktionsentscheidung bei substitutionalen Faktoreinsatzbedingungen deutlicher machen. So, wird der Faktoreinsatz, also nochmal, wir schauen uns jetzt ein Separationstheorem am Beispiel einer Produktionsentscheidung bei substitutionalen Faktoreinsatzbedingungen an. So, der Faktoreinsatz wird mit Faktorpreisen bewertet, erhält man eine Kostenfunktion. Faktoreinsatz und Faktorpreise will nichts anderes heißen als das, was wir in die Produktion reinstecken, das kostet auch was. Okay? Das kann dann in so einer Kostenfunktion münden, die dann heißt Q1 mal R1 plus Q2 mal R2. Das heißt, jede Einheit von Einsatzfaktor R1 hat einen Preis, kostet uns Q1. Genauso gilt, dass jede Einheit von R2, die wir einsetzen, uns Q2 kostet. Okay?
Okay, das ist eine ganz Standardform, ganz normale Standardformulierung einer Kostenfunktion. Und deswegen ist das eine Formulierung, die auch über das einfache Robinson-Beispiel hinausgeht und eigentlich für alles in der BWL auch relevant ist. Das Ganze können wir uns auch grafisch anschauen. Dafür müssen wir aber erst noch die ISO-Kostenlinie definieren. Sie können sich fast schon denken, die ISO-Kostenlinie ist was Ähnliches wie die Indifferenzkurve, bloß in Bezug auf Kosten. Eine ISO-Kostenlinie ist nämlich die Abbildung der Faktorkombinationen oder der Inputkombinationen, die zu gleich hohen Kosten führen. Und da sehen Sie schon, vieles ähnelt sich zwischen den Entscheidungstypen. Bei Produktionsentscheidungen kommen sehr ähnliche Konzepte zum Tragen wie bei Konsumentscheidungen. Besonders auf formaler mathematischer Ebene. Wenn die Faktorpreise von der jeweiligen Menge unabhängig sind, stellen ISO-Kostenlinien hier fallende Geraden dar. Sorry. Also nochmal, unter bestimmten Bedingungen können wir sagen, dass die ISO-Kostenlinien fallende Geraden sind. Also zum Beispiel sowas. Das wäre eine ISO-Kostenlinie. Also überall entlang dieser Linie haben wir Kombinationen von R1 und R2, die zu genau denselben Gesamtkosten führen. Okay, das ist nichts anderes als eine ISO-Kostenlinie. Dass das eine Gerade ist, sehen Sie, wenn wir passend nach R2 auflösen. Wir hatten ja gesagt, die Kostenfunktion ist sowas hier. Q1 R1 plus Q2 R2 und wenn wir sagen, die Gesamtkosten sollen fix sein und wir lösen das Ganze nach R2 auf, weil es hier die vertikale Dimension in unserer Grafik ist, dann können wir das so schreiben, nämlich also durch Q2 plus Q1 durch Q2 mal R1. Okay? Und Sie sehen, das ist nichts anderes als eine Geradengleichung. Okay? Wobei dieser erste Teil hier ist dann der Achsenabschnitt und das hier ist die Steigung. Das heißt, das hier muss dann sein Q quer durch Q2. K quer durch Q2. Ne? Und die Steigung ist Q1 durch Q2. Natürlich muss gelten, je näher die Gerade zum Ursprung liegt, desto niedriger sind die Kosten und je weiter die Gerade außen liegt, desto höher sind die Kosten. Wenn wir das Rationalprinzip hier anwenden, könnte eine Forderung lauten, erstelle eine vorgegebene Produktmenge mit den geringsten Kosten. Okay, das könnte zum Beispiel auch eine Anweisung sein, wenn Sie irgendwie Produktmanager sind, später in Ihrem Job, von Ihrem Vorgesetzten. Hier, wir wollen so viel, wir wollen irgendwie 5 Maschinen dieses Jahr herstellen, mach das. Aber bei minimalen Kosten. Und auch hier können wir grafisch über einen Tangentialpunkt eine optimale Lösung uns suchen. Und zwar im Tangentialpunkt von ISO-Quante und ISO-Kostenlinie. Dort haben wir dann die sogenannte Minimalkostenkombination. Ich versuche das mal zu zeichnen. Die ISO-Quante wäre dann sowas. Die ISO-Quante ist nichts anderes als alle Kombinationen der beiden Faktoren, die zur selben Ausbringungsmenge x führt, also irgendeine Menge x quer. Okay, also jede Kombination entlang dieser ISO-Quante hier führt zur selben Menge x quer. Das ist die ISO-Quante. Okay, und wenn wir annehmen, dass ich das hier schön gezeichnet habe und es genau einen Tangentialpunkt gibt, dann nennen wir das Minimal
Kosten-Kombination. Okay? MKK ist es, glaube ich, oft in deutschen Skripten. Und wichtig hier auch, das ist ja der ganze Sinn der Übung, wir haben hier jetzt eine optimale Lösung gefunden, ohne irgendwas über die Präferenzen wissen zu müssen. Wir haben nur Informationen über die Kosten und über die Produktionstechnologie und haben sofort hier identifiziert, es gibt genau eine Kombination von R1, das nennen wir dann R1 Stern, und R2, das nennen wir dann R2 Stern. Genau das ist die optimale Kombination, wo nämlich die Kosten minimiert werden bei einer gegebenen Produktionsmenge. Was anderes ist hier logisch nicht möglich und deswegen ist das die optimale Lösung und das bleibt auch die optimale Lösung, auch wenn wir irgendwas über die Präferenzen an Annahmen hier reinstecken. Und das ist eben nichts anderes als das Separationstheorem. Wir erhalten genau eine effiziente Lösung, nämlich die Minimalkostenkombination, weil wir über Marktpreise argumentiert haben, Q1 und Q2. Das heißt, es erübrigt sich die Auswahl einer optimalen Lösung aus der Menge der effizienten Lösungen, weil wir nur eine effiziente Lösung haben. Die Menge der effizienten Lösungen zu ermitteln ist außerdem sinnvoll, besonders für betriebswirtschaftliche Fragestellungen, weil die Lösungen, die wir ausschließen, also die dominierten Lösungen, von vornherein als ungeeignet vernachlässigt werden können, und zwar egal, wie die individuellen Präferenzen aussehen. Eine Lösung, die nicht effizient ist, kann nicht optimal sein. Dazu gehen wir nochmal kurz zurück. Hier dieses umständliche Einzeichnen der Punkte, das können wir einfach vergessen, weil wir wissen, alle Punkte, die hier drin sind, die sind nicht effizient, die können gar nicht optimal sein, weil sie nicht effizient sind. Also können wir uns darauf beschränken, jedes Mal einfach nur den Rand zu zeichnen und dann macht es uns das einfacher. Dieser Ausschluss von ineffizienten Lösungen, diese Tatsache, dass wir ineffiziente Lösungen direkt verwerfen können, ermöglicht die Delegation von Teilentscheidungen jetzt mal aus Managementperspektive. So könnte die Vorauswahl von effizienten Lösungen einem Spezialisten übertragen werden, der besonders gut in Informationsbeschaffung ist. Und insbesondere bei komplizierten Entscheidungsproblemen kann das mit einer signifikanten Kostenersparnis verbunden sein, im Vergleich zu einer Situation, wo im Betrieb alles die komplette Entscheidung gefällt werden muss. Der eigentliche Entscheider, im Zweifel der Manager oder Projektleiter, muss nur noch die optimale Lösung aus der Menge der effizienten Lösungen auswählen. Für den Robinson freilich, es sind beide Begründungen total irrelevant. Für ihn ist erstens kein Markt verfügbar, also kommen Separationstheoreme für ihn so nicht in Frage. Und zweitens ist er alleine und kann sowieso an niemanden seine Entscheidungen delegieren. Deswegen haben wir jetzt hier schon etwas kurz behandelt, was für den Robinson gar nicht relevant ist, aber für die BWL. Das Grundmodell der Entscheidungstheorie, so wie wir es heute kennengelernt haben, ist offensichtlich für den Robinson ein hilfreiches Analyseinstrumentarium. Aus Sicht der BWL lassen sich damit aber nur einige und längst nicht alle relevanten Fragestellungen erfassen. Dem Robinson sind vorweg alle Fragen egal, die mit dem Austausch von Gütern oder Rechten verbunden sind. Okay? Das betrifft sowohl Güter, die zum Konsum oder zur Produktion eingesetzt werden, als auch irgendwelche Art von Rechten. Ne, denn durch Tausch solcher Güter zwischen Individuen kann ja häufig eine Nutzensteigerung erreicht werden. Das ist ja ein Grund, warum in der Wirtschaft viele Leute zusammenarbeiten und sich spezialisieren, damit sie Güter austauschen können und alle beidseitig davon profitieren können. Außerdem ist die Option Tausch auch im Hinblick auf die Verringerung von Unsicherheit interessant. Wie wir gesehen haben, kann der Robinson zwar einige risikomindernde Maßnahmen ergreifen, aber die einfachste und nachhaltigste Form von Risikomaßnahmen, nämlich die Risikoteilung mit anderen Individuen, steht ihm nicht zur Verfügung.
Eine differenziertere Form des ökonomischen Tauschs besteht schließlich noch darin, dass nicht direkt Güter getauscht werden, sondern die Verfügungsmacht über Güter. Was es genau bedeutet, werden wir uns in einer viel späteren Einheit genauer anschauen. An dieser Stelle nur ein kleines Beispiel, damit Sie die Grundfrage verstehen, habe ich auch schon in der ersten Sitzung, glaube ich, angedeutet. Ein Apfelbaum ist ein Gut, über das in verschiedener Weise verfügt werden kann. Man kann den Baum für Brennholz fällen, man kann sich drunter setzen, um den Schatten zu genießen im Sommer. Brennholz, genau. Man kann die Früchte ernten. Man kann die Früchte konsumieren, man kann die Früchte weiterverarbeiten, man kann das, was man weiterverarbeitet hat, verkaufen. Kurz gesagt, man kann das Gut Apfelbaum also als ein Bündel von Verfügungsrechten interpretieren. Ne? Die verschiedenen Rechte, die ich eben aufgezählt habe, die zusammen als Rechtebündel machen das Gut Apfelbaum aus. Und wenn wir einfach nur den Apfelbaum als Konsumgut betrachten, den Baum als Ganzes, dann ist das eine sehr vereinfachende Sicht und da können wir gar nicht darüber reden, über die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Das nur vorab. Und was für den Robinson auf jeden Fall auch irrelevant ist, sind jegliche Hilfsmittel, die den Tausch von Gütern erleichtern, zum Beispiel Geld. Aber auch zum Beispiel die Festlegung einer Rechtsordnung, die die Durchsetzung von Vertragsansprüchen sichert. Ne? Also braucht der Robinson nicht, weil er eh mit niemandem Verträge schließen kann. Deswegen braucht er auch keine Rechtsordnung, um das sicherzustellen. Und Geld braucht er auch nicht, weil er niemandem irgendwas bezahlen könnte.